Wie auch die Sympathien der Fans verteilt sind, für so einen Abend der richtige Mann für den Beginn ist Boxcar Willie. Er weiß, wie er ein Publikum in Stimmung bringen kann. Über 360 Lieder hat er bisher geschrieben und in einem davon singt er über his dad's pocket watch. Aber nicht nur in seinen Liedern erinnert sich Boxy, wie er liebevoll von seinen Fans genannt wird, an seine Herkunft, sein Elternhaus, denn er hat eine sehr glückliche Kindheit gehabt, so erzählt er gern. Und so liegt dem Vater von drei Kindern nicht nur das Glück seiner eigenen, sondern das Glück aller Kinder am Herzen. Neben Familie und Karriere schaffte er es immer, Kinderheime zu unterstützen, Kinderkranken- und Waisenhäuser zu besuchen, um ihnen das Leben ein bisschen heiterer zu machen. Während der Probe fragte ich ihn, ob es ihm nicht schwerfällt, gerade angesichts der Kinder so optimistisch zu sein, wo überall in der Welt Atomwaffen gehortet werden und die Umwelt verschmutzt ist. Wir machen kleine Fortschritte. Wir müssen die Abrüstungsgespräche fortführen. Wir müssen die Anti-Umweltverschmutzungssysteme in unseren Autos drin lassen. Manche Leute bauen sie nämlich aus. Wir müssen aufhören, aggressive Reinigungsmittel in den Ausguss zu kippen. Wir machen Fortschritte. Vor zwei Wochen in London habe ich festgestellt, dass die Luft etwas sauberer ist. In Los Angeles ist sie etwas besser geworden. Wir drosseln die Schadstoffabgabe der Fabriken, Schritt für Schritt. London this past two weeks the air was a little clearer over there and in Los Angeles the air is a little clearer and we're cleaning up the factories little by little and so I hope someday we can get rid of it. Okay. Little by little, I hope we can get rid of all these nuclear weapons. Schritt für Schritt werden wir hoffentlich auch die Atomwaffen loswerden. Ich hoffe, wir können diese schreckliche Mauer loswerden, die Ost- und Westdeutschland trennt. Und ich hoffe, dass man eines Tages ohne Pass- und Visakontrollen Amerika besuchen kann. Wir können alle Schlüssel und Schlösser wegwerfen und in Frieden und Harmonie leben. We can throw away all the locks and keys and everybody can live in peace and harmony. Optimismus à la Boxcar Willie. Begonnen hat seine Karriere natürlich in Amerika. Der Durchbruch kam allerdings in England. Natürlich ist deshalb seine Liebe zum englischen Publikum besonders groß und er kommt oft und gern nach Großbritannien. Überhaupt ist Boxcar Willie gern unterwegs. Am liebsten natürlich mit der Eisenbahn. Natürlich nicht nur, weil sein Vater bei der Railway beschäftigt war. Railway-Songs sind ein fester Bestandteil der amerikanischen Volksmusik und die Hobos, das waren Männer, die ohne Fahrkarte in den Boxcars, also den Güterwagen, durch das Land fuhren, sind Vorbilder von Boxcar Willie. Darunter so berühmte wie Jimmy Rogers oder Hank Williams. Aber jetzt sieht er nicht gerade wie ein Hobo aus. Nein, aber ich bin in einem Eisenbahnzug zur Welt gekommen und war viele Jahre ein Hobo, bevor ich irgendetwas anderes machte. Mein Vater arbeitete für die Eisenbahn und als ich ein Junge war, mit 17, wenn ich da irgendwo hin wollte, kletterte ich in einen Güterwagen. So, it's a deep love. It's a deep love. I love that old steam whistle. Hand me down, a walking cane. I'm gonna live on a midnight train. Ain't gonna weary this way no more. Hey!
She came from this great city, and she had the bluest eyes I had ever seen in my life. And so I wrote this next song about her, and I never saw her again, but it's called The Blue-Eyed Girl of Berlin. When the blue-eyed girl of Berlin starts to walking down the street, oh,
this old heart of mine beat. I just stood there like a fool, a silly, stupid grin. Oh, sweet mama, I'm so in love with the blue-eyed girl of Berlin. Well, the stars were out that night, and the moon was bright above. Everything was right for us to fall in love. I just stood there like a leaf, a shaking in the wind. Oh, sweet mama, it's been so blue, this flower can make you from Berlin. But the time is growing near for me to go away. Soon I will be back in the USA.